Wie versprochen, willkommen zum PS. Ja, 8 Stunden in der Karaffe. Genau. Schauen wir, was sie dann hat zwischen diesen. Mit was fangen wir an? Mit links Frankreich. Okay. Das ist schon geil, gell? Jo. Das hat jetzt echt noch mehr aufgemacht. Die helle Frucht. Das ist wirklich fantastisch. Genau. Die Kosten. Ja, das ist jetzt deutlich nicht breiter, sondern aussagekräftiger. Mann. Es ist aussagekräftiger. Jetzt ist es halt wirklich ein Pinot. Es ist noch immer kein Gigant. Ne? Ist ja auch nur ein Village. Aber es ist halt, jetzt kriegt es ein bisschen was Salziges. Jetzt, also die Frucht ist auch schöner herauskristallisiert. Nichts behäbig, leichtfüßig, möchte ich fast sagen. Für ein Village ein sehr guter Wein. Ja. Gut, schauen wir, was Pinot Noir Dolomite 2007 nach 8 Stunden in der Karaffe uns sagt. Der hat es da gewonnen. Ist in der Nase extrem viel charaktervoller geworden. Kräuter, der hat jetzt was Kräutriges da extrem drin. Extrem. Dem hat das die Luft auch fantastisch gut getan. Und Schoko. Der am Gaumen ist er nach wie vor ein bisschen weniger leichtfüßig wie der Franzose. A, Holz, B, das extrem warme Jahr 2007 war ja super heiß, das haben wir vorher gar nicht gesagt. Aber ist auch ein sehr guter. Also den würde ich jetzt gleich lassen von der Wertung, den würde ich ein bisschen aufwerten, gewinnen tut immer noch der. Mhm. Pinot ist halt so, das, wie soll man sagen, das Heimspiel für die Franzosen. Ja? Das kann man jetzt nicht leugnen, aber, was man schon sagen muss, alle Achtung, und zwar eine Niederlage für Österreich, aber eine mit geradem Rücken und breiter Brust. Ja, absolut. Also, guter Wein. Sehr guter Wein. Überraschend gut. Also, dass es so gut mithält, hätte ich mir nicht gedacht. Nein, vor allem mit der Luft hat er sich deutlich näher an den Franzosen rangearbeitet, als er vorher war. Zum Abschluss trinke ich jetzt in Österreich. Genau. Wenn Sie uns ein Länderduell empfehlen wollen, keine Ahnung, zum Beispiel Österreich gegen Chile im Bereich Merlot oder irgendwann Schwachsinn, wir machen ihn für Sie, gar keine Frage. Schreiben Sie uns Facebook oder sonst irgendwo, wir werden das für Sie umsetzen. Prost.